Welcher Oscar-Gewinn war eurer Meinung nach in den letzten Jahren unverdient? 2018 hat den Oscar für den besten Film Shape of Water bekommen. Ah, okay. Aber Marcel hat anscheinend die gleiche Antwort. Ja, ist richtig. Und da muss man schon sagen, in dem Jahr waren bessere Filme. Ich mochte Shape of Water, also ich mag den Film tatsächlich, ich mag auch Guillermo del Toro an sich, aber es war in dem Jahr einfach nicht der beste Film, weil es gibt zum Beispiel, also gleiches Jahr, Call Me By Your Name, Dunkirk, Lady Bird, Der seidene Faden, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, war auch das Jahr. Also ist auch ein toller Film, aber da war eigentlich die Konkurrenz stärker, meiner Meinung nach. Ich kam genau zur selben Konklusion. Ist schon kein schlechter Film. Deswegen ist die Frage natürlich mit unverdient auch sehr hart formuliert. Klar haben die alle irgendwie den Oscar auch verdient.